Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen hier am Samstag live aus Frankfurt. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser nun nicht mehr ganz so frühen Stunde. Die Kollegen, die heute schon um 9 angefangen haben, hatten es da etwas schwerer. Denn wer will schon gleich um 9 am Samstagmorgen mit einem Börsenwebinar starten? Ich denke, jetzt ist, man hat gefrühstückt, Sie haben den ersten Kaffee, vielleicht auch schon den zweiten getrunken. Jetzt wird es wesentlich einfacher. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier dabei sind bei diesem Webinar, was wir gemeinsam jetzt in der nächsten, oder dieses Online-Seminar, was wir die nächste Stunde gemeinsam hier machen werden. Thema ist der Crash als Chance. Das heißt, wir haben jetzt alle beiden Elemente drin, nämlich das Negative, der Crash, aber auch das Positive, die Chance. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wie kann man einen Crash nutzen? Und warum ist es gar nicht so schlimm, wenn ein Crash ab und an mal an der Börse passiert? Für all diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht kennen, und das werden eine ganze Menge sein. Mein Name ist Jens Rabe, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, bin also wahrscheinlich wie die meisten Zuschauer jetzt von Ihnen auch, stehe ganz normal im Leben. Ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren an der Börse, das heißt, ich habe genau vor 20 Jahren, 1996, meine allererste Aktie gekauft. Es war nicht die Telekom, es war damals die Aegon, das war meine allererste Aktie, die ich gekauft habe, ein holländisches Versicherungsunternehmen. Das lag daran, ich war zum damaligen Zeitpunkt Versicherungskaufmann. Habe dann später in den Jahren ganz, ganz viel gehandelt, getradet, investiert, wie auch immer. Mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Es ging mal nach oben, es ging mal nach unten. Und vor 10 Jahren habe ich mich dann als Händler selbstständig gemacht. Ich bin mittlerweile Spezialist für Optionen. Ich handle also hauptsächlich Optionen. Aber keine Angst, auch wer von Ihnen jetzt keine Optionen handelt, der muss jetzt an der Stelle nicht umschalten oder ausschalten, sondern es wird hier heute nur ganz, ganz am Rande um das Thema Optionen gehen, sondern es wird vielmehr darum gehen, um den etwas längerfristigen Blick auf die Märkte. Wie kann man als aktiver Investor an den Märkten Geld verdienen? Wie kann man in einer Situation, vor der die meisten Menschen Angst haben, wie kann man da Geld verdienen? Weil es ist ja so, wir wissen es doch, die traurige Wahrheit ist, dass die Masse der Anleger, egal ob es jetzt Anleger sind, die also ein bisschen längerfristig unterwegs sind, oder auch die Trader, die kurzfristig unterwegs sind, die gehören leider zu den Verlierern. Also das heißt, die Masse verliert an den Märkten, und wenn wir da etwas anders machen wollen, dann, oder beziehungsweise wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir etwas anders machen als die Masse. Und etwas anderes machen, das heißt also nicht, dass wir den neuen Superindikator haben oder die geheime Formel oder irgendetwas, sondern wir müssen einfach bloß unsere Blickweise auf die Märkte ein wenig verändern. Das soll jetzt keine Esoterik-Veranstaltung werden, aber wir müssen uns einfach den Märkten etwas anders nähern, als das die meisten Anleger und Investoren tun. Und wenn wir das machen, dann haben wir auch gute Chancen, an den Märkten Geld zu verdienen, und das nicht mal so wenig. Was ist denn überhaupt ein Crash? Das Wort ist immer mal in aller Munde. Es wird regelmäßig eigentlich bemüht von vielen Leuten. Es gibt sogar eine ganze Industrie, die davon lebt, also die sogenannten Crash-Propheten, die Jahr ein, Jahr aus durch die Lande ziehen und quasi immer für den nächsten Monat oder für das nächste Jahr schon den großen Crash an den Börsen herbeireden. Also da gibt es einige Leute, die verdienen sehr viel Geld damit, dass sie in der guten Historie von Nostradamus, der das schon im Mittelalter gut verstanden hat, die also durch die Lande ziehen und sagen, jetzt bricht alles zusammen, die Welt geht unter. Und aber was ist denn eigentlich ein Crash? Und ich habe extra mal bei Wikipedia, diesem Online-Lexikon, einmal nachgeschaut. Und da wird, ich lese es auch mal vor, also als Börsenkrach wird ein extremer Kurseinbruch an den Börsen bezeichnet. Er dauert einige Tage bis hin zu einigen Wochen, und in dieser Zeit dominieren meist panikartige Verkäufe, die einen großen Angebotsüberhang erzeugen und so zu drastisch fallenden Kursen führen. In dieser kleinen Aussage steckt schon etwas sehr, sehr Wichtiges drin, nämlich er dauert einige Tage bis zu wenigen Wochen. Und das ist schon eine ganz entscheidende Sache, weil einfach sehr, sehr viele Anleger glauben, dass so ein Crash dann
ewig lang geht. Also dass es dann Monate, Jahre lang andauert. Man kann es auch bei diesen Crash-Propheten immer mal wieder sehen, dass dann gesagt wird, naja, die nächsten 10 Jahre werden dramatisch werden und die Börsen werden einbrechen. Und wenn wir solche Situationen haben, wie beispielsweise jetzt im August 2015, als die Märkte ja relativ schnell 10, 12, 15% eingebrochen sind, oder wie auch jetzt hier im Januar des Jahres 2016, als die Märkte auch wieder so, ich ziehe mich jetzt hier mal auf den amerikanischen S&P 500, auch so um die 12, 13% in 2, 3 Wochen eingebrochen sind, da glauben immer viele, das würde jetzt ewig lang so weitergehen. Schon rein mathematisch gesehen kann es gar nicht lange dauern, weil wenn wir in dieser Fallgeschwindigkeit, wie wir das im August oder im Januar hatten, wenn wir da weitergehen, dann sind wir irgendwann 6 Wochen später bei Null. Spätestens dann wäre also Schluss, das heißt, der ganze Spuk wäre vorbei. Wir wissen alle, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Null fallen, ist doch jetzt nicht ganz so groß. Nichtsdestotrotz haben viele von uns durchaus Angst vor einem Preisrückgang an den Märkten. Viele fürchten sich davor. Und viele haben auch das Gefühl, dass man denkt, naja, das mit den Crashs, das ist erst in letzter Zeit so. Früher war ja alles besser. Sie kennen diesen Spruch, ne? Wird auch gerne am Montagmorgen bemüht. Früher war alles besser. Gestern zum Beispiel war Sonntag. Und, aber es ist gar nicht so, dass früher alles besser war und dass es früher das nicht gegeben hätte. Denn wenn wir mal auf die Historie der Crash schauen, und das sind jetzt wirklich nur so die großen, bekannten Börsenturbulenzen, die es gab, und da könnte man noch viele, viele mehr dazu nehmen. Da sehen wir, seitdem wir eigentlich Finanzmärkte haben, und das ist zumindest in Europa, seit dem 17. Jahrhundert so, da begann alles mit der großen Tulpenmanie in Holland, und seither hat sich das eigentlich in regelmäßigen Abständen fortgesetzt. Also es kommen immer wieder Dinge, ich möchte das jetzt nicht alles einzeln vorlesen, das gab es natürlich am Anfang sehr viel in Europa, später hat sich das dann nach Amerika verschoben, ganz klar, weil mittlerweile Amerika natürlich einfach der Nummer 1 Finanzplatz der Welt ist, nach wie vor. Heutzutage kommen natürlich auch mal solche Crash-Meldungen aus Asien, also aus China oder aus Japan, wo mittlerweile auch große Finanzmärkte sind, aber wir sehen, dass es das immer schon gab und dass das auch in letzter Zeit, wenn man es mit der Historie vergleicht, gar nicht so gehäuft auftritt. Was uns immer so ein wenig vielleicht komisch vorkommt, wenn wir uns Charts anschauen, dann sehen die ja immer so aus, ne? Dass man sagt, ah, siehst du, früher war alles in Ordnung, da hatten wir so eine schöne flache Kurve, da ging es so sehr schön nach oben und jetzt in letzter Zeit, da haut es das immer hoch und runter und wir leben in turbulenten Zeiten, alles ist schlimm, früher war alles besser, Warren Buffett ist so reich geworden, weil damals ging es ja nur nach oben. Das stimmt aber überhaupt nicht, denn wenn man mal die Charts ein wenig aufzoomt, etwas in die Tiefe geht und mal ein paar Jahre zurückgeht, das ein bisschen kleiner macht, dann sieht das Ganze zum Beispiel so hier aus, dass wir eben in den 20er, 30er Jahren in den USA, das ist ja der S&P 500, dass wir eben beispielsweise den großen Börsencrash von 1929, der hat über 80% Kursverlust gebracht. Dann hatten wir nochmal später eine Phase von 36 bis 42, natürlich die Kriegs-, als der Zweite Weltkrieg in Europa startete, als wir auch nochmal große Börseneinbrüche hatten. Aber auch zum Beispiel hier in den 70er Jahren gab es immer wieder Einbrüche an den Börsen und man muss einfach realistischerweise sagen, wer sich an den Börsen engagiert, der muss einfach damit rechnen, dass es immer mal wieder zu Preisrückgängen zwischen vielleicht 15 und 25, 30% kommt. So Dinge, wie wir gesehen haben, beispielsweise im Jahr 2008, 2009, also die Finanzkrise, was die meisten von uns ja noch gut in Erinnerung haben. Erst kürzlich kam ein sehr interessanter Film in die Kinos, The Big Short. Also wer den nicht gesehen hat, der sollte sich den mal anschauen. Da wird das Ganze recht anschaulich beschrieben, auch eine schöne, unterhaltsame Art und Weise. Ja, solche Ereignisse, dass man sagt, die Börsen brechen 50% ein oder beispielsweise die Technologieaktien von 2000 bis 2003 90%, das sind allerdings die Ausnahmen. Also ein Börsencrash heißt jetzt nicht, das ist jetzt tatsächlich, wir könnten eigentlich auch sagen Börsenkrach. Ne? Wenn wir schon alles immer ins Englische machen, dann können wir auch mal was ins Deutsch machen, sagen wir einen Börsenkrach. Das heißt also nicht, dass alles immer 50, 60% fallen muss, sondern wenn wir die großen Indizes betrachten,
25%, 30%, das sind so die, damit muss man einfach leben. Und wer von vornherein sagt, das ist etwas, was ich mir für mein Vermögen, für meine Geldanlage nicht vorstellen kann, der ist an der Börse falsch, weil wir werden diese Dinge niemals verhindern können und darum geht es auch gar nicht. Darum soll es auch heute hier in diesem Vortrag nicht gehen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir können diese Crashs verhindern oder wir können es komplett vermeiden, dass unsere Geldanlagen dann auch mal ein bisschen unter Druck kommen. Nein, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, wenn ich mich darauf einstelle, dass es solche Situationen gibt, dann kann ich natürlich davon profitieren. Die meisten Anleger sind irgendwie so ein bisschen irrational unterwegs und haben so das Gefühl, sie würden in einer heilen Welt leben und wenn sie eine Aktie kaufen, dann kann die nie wieder fallen, was natürlich Blödsinn ist. Und wenn man aber weiß, okay, das Ganze kann auch mal fallen, dann kann man daraufhin eine Strategie sogar entwickeln, wie man genau solche Phasen, wenn die meisten Leute Geld verlieren, wie man die sehr, sehr profitabel nutzen kann. Und darum soll es heute gehen. Ein Crash ist allerdings nicht gleich ein Crash. Den Chart, den Sie hier sehen, das ist die Aktie der RWE. Ich hätte jetzt auch die E.ON hier nehmen können oder auch ein paar Stromversorger beispielsweise aus der Schweiz. Bei denen sieht das Ganze nicht viel anders aus. Hier ist es natürlich so, wir sehen, die Aktie hat mittlerweile von ihrem Hoch im Jahr 2007 90% verloren. Und ich glaube, bei der E.ON wird es nicht viel besser sein. Das wird auch sich so in Größenordnungen bewegen. Und wir müssen ganz einfach sehen, auf der einen Seite haben wir die Aktien als Einzelne, also sowas eben wie eine RWE, und auf der anderen Seite haben wir die Indizes. Und Sie kennen vielleicht diesen Spruch, der wird auch ganz gerne mal von Vertrieben genutzt, sei es jetzt ein Bankvertrieb oder ein Finanzvertrieb, der an Sie herantritt und Ihnen irgendein Produkt verkaufen möchte, dann wird immer gesagt, naja, Aktien steigen langfristig immer. Das stimmt. Stimmt aber auch nicht, denn wir müssen ganz klar unterscheiden hier, wenn man sagt, Aktien steigen langfristig immer, dann ist natürlich immer die Masse gemeint. Die Masse der Aktien ist gemeint. Eine einzelne Aktie kann durchaus sehr, sehr tief fallen und sie kann auch vom Kurszettel verschwinden. Und das liegt ganz einfach daran, wenn man eben diesen Firmen quasi wenn die keine Geschäftsgrundlage mehr haben. Als 1896 der Dow Jones zum ersten Mal zusammengestellt wurde, bestand dieser aus 12 Aktien, 11 davon waren Eisenbahnaktien, keine von denen gibt es heute noch. Und wenn natürlich so eine Firma keine Geschäftsgrundlage hat, wenn die sich quasi überholt hat und die Energieaktien, den hat man nun spätestens mit dem Schwenk auf die erneuerbaren Energien und mit dem Abschalten der Atomindustrie komplett den Stecker sprichwörtlich gezogen. Bei denen ist es natürlich fraglich, ob sich diese Aktien jemals wieder in diese Höhen werden aufschwingen können. Wenn wir allerdings jetzt uns den DAX anschauen, in dem die RWE ja noch enthalten ist, der wird jeden Einbruch über kurz oder lang wieder erholen. Warum? Ganz einfach, diese Firmen, die in den Indizes enthalten sind und die irgendwann nicht mehr überlebensfähig sind, die einfach nicht mehr wachsen, die einfach keine Geschäftsgrundlage mehr haben, die werden eben aus diesen Indizes verschwinden. Und deswegen, wenn wir heute über den DAX sprechen oder über den S&P 500 oder über den Dow Jones, dann sind das eben mittlerweile andere Indizes als noch vor 10 Jahren, vor 20 oder vor 30. Das heißt, deren Zusammenstellung ist eine andere. Und deswegen die Aussage, Aktien steigen langfristig immer, jawohl, wenn wir die Indizes betrachten. Die werden auf lange Sicht immer steigen, weil sie ganz einfach alles, was so nach dem Darwin'schen Überlebensprinzip, alles, was nicht mehr überlebensfähig ist, wird aus den Indizes verschwinden und dafür werden neue Firmen hinzukommen. Wir sind ja hier in Deutschland, wenn wir einfach die Historie des DAX der letzten paar Jahre betrachten, was da für Firmen enthalten waren. Da gab es mal eine MLP, da gab es mal, weiß nicht, wer noch alles so drin, eine T-Online, glaube ich, war mal drin. Was war noch so im DAX, was es jetzt nicht mehr gibt? Mannesmann zum Beispiel, ne? Die gibt es gar nicht mehr. Also es gibt viele, viele Firmen, die verschwinden. Nichtsdestotrotz hat der DAX erst im März letzten Jahres ein neues Allzeithoch gemacht, auch wenn wir da mittlerweile ein wenig wieder davon entfernt sind. Anderes Beispiel ist eben hier die Citigroup, amerikanische, eine der größten Banken der Welt nach wie vor. Und natürlich hat die in der Finanzkrise 2008-2009 extrem gelitten, 97% verloren. Und ich würde jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass die jemals wieder dahin kommt.
wo die schon mal war. Das ist so ähnlich. Wir haben ja in Deutschland auch sowas. Ne? Wer glaubt daran, dass die Deutsche Telekom mal je wieder die luftige Höhen von 100 sehen wird? Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz werden wir wahrscheinlich weiterhin doch ein bisschen telefonieren und egal ob nun jetzt wie früher noch mit einer Wählscheibe oder jetzt ein wenig anders. Nichtsdestotrotz, mit solchen Aktien lässt sich natürlich auch gutes Geld verdienen, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt kauft, denn wenn wir hier sehen, immerhin ist diese Citigroup dann seit dem Crash bis heute 340% gestiegen. Das ist also immer die Frage der Perspektive. Also wer sie zum richtigen Zeitpunkt gekauft hat, der sagt, das ist eine super Aktie. Gehen wir nochmal zurück. Wer sie zum falschen Zeitpunkt gekauft hat, dem nützen die 340% halt überhaupt nichts. Sondern der sagt, naja gut, dann ich hatte mal 10.000 Euro, dann waren es bloß noch 300. Jetzt sind es mittlerweile wieder 900. Klingt trotzdem immer noch nicht so faszinierend. Ne? Aber da sieht man eben, wie das Ganze wirkt. So, was passiert aber eigentlich in so einem Börsenkrach? Es ist so, wir wissen, dass wir solche Anstiege haben, wir wissen, dass wir dann solche Einbrüche dann haben. Aber was passiert eigentlich mit den Firmen? Und ich habe hier mal ein klassisches Beispiel genommen. Mein Kollege, der Nils Gajovi, hat heute früh um 9, falls Sie es gesehen haben, auch schon einen sehr, sehr guten Vortrag zum Thema gehalten. Betrachten wir doch mal ganz einfach so eine Firma wie etwa Coca-Cola. Die hat im letzten Finanzcrash 40% an Wert verloren. Und jetzt muss man sich ja einfach fragen, wenn diese Firma 40% der Aktienpreis um 40% fällt, hat denn dann der Wert dieser Firma um 40% abgenommen? Also haben die jetzt plötzlich, bloß weil wir jetzt Finanzkrise haben, haben die jetzt plötzlich nichts mehr von ihrer klebrigen, braunen Limonade verkauft oder von den ganz vielen anderen Produkten, die die haben? Haben die kein Geld mehr verdient? Sah es bei denen jetzt so aus wie Weltuntergang? Also wir müssen jetzt hier ganz klar unterscheiden zwischen so einer Aktie wie einer Bank. Die hat natürlich tatsächlich enormes Geld verloren. Die war vielleicht sogar kurz vor der Pleite, musste staatlich gerettet werden. So eine Aktie wie hier, eben eine Coca-Cola, deren Preisnotierung an der Börse ist 40% geringer geworden. Aber der Wert der Firma hat sich doch nichts verändert, deren Geschäft hat sich nicht verändert. Sie sind, glaube ich, nicht in einen Supermarkt gekommen und plötzlich gab es da keine Cola mehr, sondern es war genau wie vorher. Da hat sich nichts geändert. Ein anderes Beispiel, und das schauen wir uns dann auch noch ein bisschen detaillierter an, ist hier die Procter & Gamble, auch ein klassischer amerikanischer Wert. Und das kennt jeder. Also die machen tausende von verschiedenen Haushaltsprodukten. Jeder von ihnen hat irgendetwas von denen bei sich zu Hause. Wenn es eben irgendwas zum Rasieren ist oder wenn es Windeln für die Kinder sind oder wenn es ein Putzmittel ist. Also die machen ja alles Mögliche. Haben die in dieser Zeit weiterhin Geschäft gemacht? Haben die in dieser Zeit weiterhin Geld verdient? Natürlich haben die das. Bloß auch deren Notierung ist eben hier nahezu 40% eingebrochen. So. Und jetzt sehen wir hier etwas, und zwar, das ist nochmal die Procter & Gamble. Und da sehen Sie hier, ich habe in diesem Chart, das ist der aktuelle Preischart, wenige Tage alt, und da sehen Sie solche vertikalen Linien eingezeichnet. Und diese vertikalen Linien, die sind sehr, sehr wichtig für jeden, der an der Börse engagiert ist. Nämlich, das sind die Zeitpunkte, an denen diese Aktie, und das machen sehr, sehr viele Aktien, einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschüttet, nämlich in Form einer Dividende. Wir wissen, dass es sehr viele Menschen gibt, die heute zu den reichsten der Welt gehören, deren Haupteinnahmequelle sind Dividenden. Also wenn Sie beispielsweise in Deutschland eine der reichsten Familien ist die Familie Quandt, denen gehört, glaube ich, ungefähr so 50% an BMW und noch ein paar andere schöne Beteiligungen mit dazu. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn Sie auf dem Papier vielleicht 10 Milliarden Euro reich sind und jetzt kommt ein Börsencrash und jetzt sind Sie bloß noch 5 Milliarden Euro reich. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, ich könnte auch mit 5 Milliarden gut leben. Ich persönlich auch. Aber nichtsdestotrotz ist es gar nicht das, was so wichtig ist, sondern schüttet diese Firma Dividenden aus. Und wenn Sie eben in so einer Phase, egal wie hoch der Preis ist, dann trotzdem jedes Jahr ein paar hundert Millionen Dividenden bekommen, ich glaube, dann können Sie dennoch ganz gut damit leben, auch wenn Ihre Aktien aktuell, es ist ja eh in solchen Regionen mehr virtuell, wenn die dann etwas an Wert gesunken sind. Warum sind jetzt so Dividenden so wichtig und was passiert eigentlich mit diesen Dividenden im Crashfall? Und das ist nämlich einer der Schlüssel,
wie wir in so einem Crashfall agieren können. Wir nehmen noch mal als Beispiel die Procter & Gamble. Warum? Weil es eben einfach eine große Aktie ist, die gibt es schon sehr lange und die hat eine Historie und das kann auch jeder nachvollziehen. Wenn wir jetzt irgendeinen exotischen Wert nehmen, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen lassen Sie uns hier gemeinsam die Procter & Gamble nehmen. Momentan zahlt diese Aktie eine Dividende von 66 Cent pro Quartal. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann sind das etwa 3,2% Zins im Jahr. Ich habe jetzt extra hier das Zins in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist natürlich kein Zins, sondern es ist eine Beteiligung an den Gewinnen. Das heißt, Sie bekommen als Aktionär einen Anteil am Gewinn ausgeschüttet. Ein Zins ist ja etwas, was jemand zahlen muss, der Schulden hat. Und das Ganze wird hier nicht aus Schulden bezahlt, sondern aus sogenannten Cashflow, also das heißt das, was die Firma tatsächlich verdient. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Aktie crasht, wenn die also 30-40% an Wert verliert, was passiert dann eigentlich mit der Dividende? Geht die auch 40% runter? Und dazu schauen wir uns einfach mal die Dividendenhistorie der Procter & Gamble an. Falls Sie das jetzt hier ein bisschen schlecht lesen können, Sie können natürlich auch, ich sage es dann noch, im Nachgang alle Unterlagen hier von uns bekommen. Also das heißt, Sie können das dann ganz einfach nachvollziehen. Und wenn wir uns mal anschauen, Sie sehen das hier ganz unten, die Procter & Gamble hat irgendwann im Jahr 2006 noch 31 Cent Dividenden ausgezahlt und dann steigerte sich das so langsam und die hat jedes Jahr, auch während der Finanzkrise 2008-2009, ihre Dividenden erhöht, nämlich zuerst auf 35 Cent, dann auf 40, jetzt dann im Jahr 2009 auf 44 und jetzt sind wir eben schon bei 66, das heißt seit 2006, innerhalb von 10 Jahren, eine Verdopplung der Ausschüttung an ihre Aktionäre. Und warum ist das Ganze für uns so interessant und wo liegt da für uns die große Chance in einem Crash? Es gibt in Amerika sehr, sehr viele Firmen. Amerika hat ja eine viel größere, sagen wir mal so, Aktienhistorie als Deutschland. Deutschland ist ja mit Aktien jetzt nicht ganz so befreundet. Ne? Die wenigsten Deutschen sind Aktionäre. Als ich gestern hier nach Frankfurt gefahren bin, bin ich so über die Autobahn gefahren und kam linke Hand, kam mal ein großes Amazon-Versandsender. Habe ich gedacht, okay, gehört ihr ein Teil davon? Ich bin an einem McDonald's vorbeigefahren, dachte ich so, gehört ihr ein Teil davon? Wir waren heute früh in einem Hotel frühstücken. Habe ich auch so gedacht, okay, gehört ja auch ein Teil davon. Also ist eine ganz schöne Sache. Die Deutschen sind ja eher ein bisschen aktienavers. Das heißt, ja, keine Aktien. Als ich mir den Anzug gekauft habe, der ist von Boss, das sage ich jetzt nicht, dass sie beeindruckt sind, sondern habe ich mich gefreut, weil die gehören mir auch. Ganz kleines Stück zwar nur, aber zumindest gehören die mir auch ein bisschen. Und das heißt also, es gibt nun mal ganz viele Firmen, die man kaufen kann. Und jetzt in Amerika hat man eben legt man sehr, sehr viel Wert auf die Ausschüttung von Gewinnen, also das heißt von Dividenden. Und es gibt wahnsinnig viele Aktien, die seit 15, 20, 25, 50 Jahren Dividenden ausschütten. Und wenn wir uns eben hier die Procter & Gamble anschauen, die hat seit 59 Jahren ihre Dividende jedes Jahr gesteigert. Das heißt, wenn Sie da Aktionär sind, bekommen Sie seit 59 Jahren jedes Jahr ein bisschen mehr Gewinn ausgeschüttet. Ein bisschen mehr kann aber sehr, sehr viel sein, wie wir dann gleich noch sehen werden. Und diese Zinsen werden, oder diese Dividenden werden eben erhöht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das Ganze wird eben, wie gesagt, aus Cashflow gemacht, nicht aus Schulden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil alles, was wir heutzutage sonst an den Finanzmärkten kaufen können, wenn Sie heute ein Sparbuch machen, wenn Sie heute eine Staatsanleihe kaufen, wer macht das bei 0,01% oder jetzt sogar Negativzinsen, dann wird das alles ja, was Sie bekommen an Zins, das wird ja gar nicht erwirtschaftet, sondern das wird ja immer aus neuen Schulden heraus bezahlt. Na, die Frage ist, wie nachhaltig kann denn das sein? Aber eine Dividende wird in der Regel immer aus Gewinnen heraus bezahlt. So. Und wenn wir uns das hier anschauen, das ist ein Ausschnitt aus einer Finanzsoftware, da sieht man eben hier diese Steigerung, das ist diese zweite Spalte, die so grün unterlegt ist. Da sieht man eben, wie die Dividenden gesteigert wurden im Schnitt in den letzten, 20 Jahren, im Schnitt um 10% jedes Jahr. Das heißt, sie haben jedes Jahr 10% mehr bekommen. Und die Ausschüttung liegt trotzdem nur bei 65%, das heißt,
es ist nicht so, dass die alles, was die an Gewinn machen, sofort an Sie weitergeben, sondern die behalten auch noch ein Stück drin. Da werden wir gleich noch sehen, warum das dann wichtig ist. So, und jetzt stellen wir uns doch mal vor, was würde denn jetzt passieren? Wir bleiben einfach hier bei dieser Aktie, bei dieser Procter & Gamble. Was würde denn wirklich jetzt passieren, wenn die nochmal 30% fallen würde, wie es eben schon mal war? Wäre denn das für uns eine Chance, eventuell hier was Gutes zu machen? Und die meisten sagen immer, naja, wenn es fällt, dann musst du natürlich Aktien kaufen. Warum aber eigentlich? Warum sollte man denn, wenn es fällt, Aktien kaufen? Und die meisten fokussieren sich darauf, dass sie sagen, naja, wenn halt eine Aktie fällt und du kaufst sie billig und danach steigt sie wieder, dann machst du ja Gewinn. Das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch, es ist aber der falsche Ansatz. Denn es geht überhaupt nicht darum, dass die Aktie hinterher steigt, sondern was bekomme ich denn in dem Moment, wenn ich sie kaufe? Weil wenn Sie sagen, ich kaufe jetzt diese Aktie in der Hoffnung, dass sie mal wieder steigt, dann haben Sie im Grunde genommen nichts in der Hand. Sie kaufen sich Hoffnung ein. Derjenige, der sie aber gerade gekauft hat, Entschuldigung, Ihnen verkauft hat, der hatte eine ganz andere Meinung vom Markt. Der hat nämlich gesagt, ich verkaufe die, weil ich erwarte nämlich, dass die weiter fällt. Weil wenn er nämlich nicht erwarten würde, dass sie fällt, hätte er sie nicht verkauft. Das heißt, wenn Sie eine Aktie kaufen in der Erwartung, dass sie steigt, sagen Sie eigentlich, ich bin schlauer als der, der sie gerade verkauft hat. So. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig, weil stellen Sie sich vor, eine Aktie fällt tatsächlich, Boss zum Beispiel ist 50% gefallen vom Hoch, und wenn Sie jetzt diese Aktie gekauft haben und Sie sagen, ich erwarte eigentlich, dass die steigt, was ist denn, wenn die jetzt nochmal 10% fällt? Oder nochmal 20%. Sie können das ja nicht ausschließen. So, dann stehen Sie erstmal da und sagen, ich lag halt hier falsch. Und dann kann es passieren, dass Sie sie eben doch noch mit Verlust verkaufen. Wenn Sie allerdings jetzt hier, und wir müssen, das habe ich Ihnen am Anfang gesagt, wir müssen versuchen, anders heranzugehen an die Sache. Wenn Sie jetzt mit einem anderen Neudeutsch-Mindset an die Sache herangeht, wenn Sie also mit einer anderen Erwartungshaltung herangehen, dann ist es gar nicht so wichtig, ob die danach noch 10% fällt oder nicht, denn wir müssen schauen, was bekommen wir jetzt. Und das, über was wir jetzt gleich reden werden, das gibt es übrigens nicht nur im Aktienmarkt, das gibt es auch im Immobilienmarkt. Viele Menschen kaufen aktuell gerade Immobilien, weil sie sagen, naja, die müssen ja steigen. Und wahrscheinlich wird das auch passieren. Die Frage ist bloß, was machen Sie denn in der Zwischenzeit? Das heißt, wenn Sie jetzt hergehen und sagen, ich kaufe mir da irgendwo in Stuttgart oder in Köln oder in München eine Wohnung und bezahlt er irgendwie das 40-fache der Jahresmiete aktuell dafür, dann müssen Sie schon eine ganz schöne Wertsteigerung haben, dass Sie trotz der Mini-Zinsen, die es jetzt aktuell gibt, wenn Sie einen Kredit aufnehmen, überhaupt damit mal Geld verdienen. Wenn Sie sich auf was anderes konzentrieren würden, nämlich in dem Falle die Mieteinnahme und sich das mal durchrechnen würden, rechnet sich denn das Ganze überhaupt? Dann sieht das ganz anders aus. Mir hat jetzt vor kurzem ein Banker ein Haus angeboten zum Kaufen, also von unserer Sparkasse. Die haben gesagt, hier, das ist ein schönes Objekt, das könntet ihr kaufen. Und da hätten wir jeden Monat 500 Euro mehr also drauflegen müssen, als wir Mieteinnahmen gehabt hätten. Und da habe ich gesagt, warum sollen wir das Haus jetzt kaufen? Ich verstehe jetzt den Sinn nicht so richtig dahinter. Da habe ich gesagt, naja, das wird ja mal steigen im Wert. Da sage ich, ja, okay, und wenn es nicht steigt, dann was habe ich dann? Habe ich jeden Monat 500 Euro weg, damit ich irgendeine so eine Hütte da am Hals habe. Ne? So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Aktien. Ja, den kenne ich mich sowieso besser aus als mit Immobilien. Und stellen Sie sich einfach Folgendes vor. Aktuell entspricht das ungefähr 3,2% die Dividende, die wir bekommen. Würde die Aktie jetzt 40% fallen, dann würden Sie sofort 5,3% Dividendenrendite bekommen. Das heißt also, die Dividende, die Sie haben, ist sofort 5%. Sie bekommen 5% auf Ihr eingesetztes Geld sofort ausgezahlt, jedes Jahr. Sie haben jedes Jahr, egal was danach passiert, 5% Dividende. So, und ist es denn jetzt wirklich noch schlimm, wenn die noch 5% weiterfällt oder 10 oder 20? Wenn Sie auf den Wert schauen, dass Sie sagen, ich habe die jetzt für Summe X gekauft und jetzt erwarte ich, dass die steigt, dann ist es schlimm. Wenn Sie aber sagen, hey, ich habe die jetzt gekauft und statt wie vor 3 Monaten 3%, kriege ich jetzt 5% jährliches, nennen wir es mal Gehalt, ne? Mieteinnahme, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, dann ist es doch vollkommen egal, ob die dann hinterher noch ein bisschen weiterfällt. Wenn Sie sich eine Frage richtig beantworten können, nämlich geht, in dem Falle jetzt hier die Procter & Gamble, geht in einem Crash pleite. Wenn Sie sagen, der Pleite begehen werden die wohl nicht, warum sollen Sie das dann eigentlich an der Stelle nicht tun? Und
Wenn wir uns das eben hier mal anschauen, wer das im Jahr 2009 gemacht hätte, und da sehen Sie, wenn man nicht mal am Tief gekauft hätte, sondern ich habe einfach mal eine runde Zahl genommen bei 40, wenn die Aktie 30% gefallen wäre, dann sehen Sie, die wäre danach noch ein bisschen weiter gefallen. Aber was wäre denn da rausgekommen? Wir müssen jetzt am Anfang ein bisschen noch in der Wäre-Version bleiben, also in der Vergangenheit. Wir schauen uns dann aber gleich die Zukunft an. Wenn wir also gesagt hätten, wir hätten im Jahre 2009 die Aktie gekauft nach einem 40%igen Preisrückgang, 30% war, glaube ich, waren es, bei 40, und hätten keinerlei Erwartung an eine Kurssteigerung gehabt, sondern hätten nur gesagt, ich möchte nur die Dividende haben. Was wäre dann rausgekommen? Dann hätten wir eben, Sie sehen das hier, ich will Ihnen das jetzt nicht einzeln vorlesen, dann hätten wir im Jahr 2009 1,72 Dollar bekommen pro Aktie und mittlerweile im Jahr 2016 werden wir mindestens 2,59 Dollar bekommen. Ich gehe aber davon aus, es wird ein bisschen mehr sein, weil Procter & Gamble wahrscheinlich auch in diesem Jahr erneut seine Dividende ein wenig erhöhen wird. So, klingt ja jetzt nicht so viel, ne? 1,70 Dollar, 2,59 Dollar und so weiter, aber schauen wir uns das an. Insgesamt, Sie haben 40 Dollar für diese Aktie bezahlt und mittlerweile hätten Sie aber schon 17,55 Dollar wiederbekommen. Das heißt, schon fast die Hälfte hätten Sie schon wieder an reinen Dividenden bekommen und mittlerweile würden Sie schon auf das Geld, was Sie damals gezahlt haben, über 6% bekommen pro Jahr. Das in einem Umfeld, wo Sie auf Spargeld überhaupt nichts mehr bekommen, wo Sie wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft, da reden wir eher jetzt über Wochen als über Monate, wahrscheinlich sogar auf Ihre Sparguthaben Strafzinsen werden bezahlen müssen. Und hier bekommen Sie 6% jedes Jahr. Die müssen Sie zwar versteuern. Und da kann jetzt wieder jemand sagen, ja, da muss ich ja Steuern drauf zahlen. Das stimmt. Auf Strafsteuern müssen Sie keine Steuern bezahlen. Ich zahle aber lieber Steuern auf den Gewinn, als dass ich keinen auf den Verlust bezahle. So. Und Sie müssen nichts dafür tun. Sie haben keinerlei Arbeit damit. Sie gucken einmal im Vierteljahr nach und da gibt es, wusch, kommt Geld. Ohne Risiko, mit Sternchen. Klar, Risiko ist natürlich, dass die Aktie wieder mal zurückgehen kann und wahrscheinlich auch wird. Wenn wir uns also noch anschauen, wenn wir gesagt haben, okay, wir hätten das mit 100 Stück gemacht, aktuell wären aus den 4.000 Dollar knapp 8.300 geworden. Wir hätten 1.700 Dollar Dividenden bekommen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, der aktuelle Wert dieser Aktie spielt eigentlich nicht so die ganz große Rolle, weil der kann und der wird wahrscheinlich auch mal wieder sinken. Wir haben das ja jetzt erst im Januar gesehen, als die Aktie auch mal wieder unter Druck geraten ist. Und die Dividenden, die Sie bekommen haben, die nimmt Ihnen aber niemand mehr weg. Und die wird mit großer Wahrscheinlichkeit steigen. Und deswegen ist es eigentlich wirklich so wichtig, wie viel die Aktie jetzt wert ist. Ist es Ihnen wichtig, dass Ihr Haus, Ihr Mietshaus an Wert gewinnt? Oder ist es Ihnen wichtiger, dass Sie da jeden Monat regelmäßig Ihre Miete bekommen? Also ich persönlich kann mit dieser Miete besser leben, als mit der Erwartungshaltung, dass mein Haus irgendwann mal mehr wert wird. Und warum das auch der Schlüssel ist, um an der Börse Geld zu verdienen, zeige ich Ihnen dann gleich in wenigen Minuten noch an einem sehr, sehr bekannten Beispiel. So, und wir sehen also hier nochmal das Ganze zusammengefasst. Einbruch um rund 30% im Jahr 2009, bislang ein Wertanstieg von 100%. Das ist jetzt nicht mal übermäßig, ne? Sie haben gesehen, die Citigroup ist deutlich mehr gestiegen. Die hat halt da vorneweg dummerweise auch 95% verloren. Und das kann natürlich passieren und es wird auch passieren, dass die Aktie mal wieder fällt. Und diese Aktie, ich will ja keine Werbung für Procter & Gamble machen. Sie können das mit ganz, ganz vielen anderen Aktien genauso machen. Und ich will Ihnen auch gleich noch ein Beispiel zeigen. So, jetzt kann man natürlich sagen, klar, jetzt kann ich aber nicht mehr 2009 zurück. Die Zeitmaschine gibt es ja nicht. Es gab ja jetzt letztes Jahr mal im Herbst diese Situation, wo man darauf gewartet hat, ob Marty McFly kommt tatsächlich mit dem Auto. Er kam aber nicht. Das heißt, er kann es nicht ins Jahr 2009 zurücknehmen. Das heißt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Na, wie können wir es denn jetzt machen? Und da schlagen wir jetzt mal ein ganz klein wenig den Haken zum Thema Optionen. Denn Optionen sind ein Instrument zum billigen Einkauf. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen mal einen ganz kleinen Exkurs in das Thema Optionen hinein, für alle diejenigen von Ihnen, die sich mit dem Thema Optionen noch nicht so beschäftigt haben, Tipp von mir, schauen Sie sich das an, es lohnt sich. Optionen sind ein fantastisches Instrument, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und
Ganz allgemein gesagt kann man sagen, Optionen sind Versicherungen. Das heißt, es sind Instrumente zur Absicherung eines Preisrisikos. Und wir schauen uns jetzt mal speziell die sogenannten Verkaufsoptionen an, sogenannte Put-Optionen. Bitte hier übrigens nicht verwechseln mit Optionsscheinen, wie sie viel auch in Deutschland gehandelt werden, oder gar noch binären Optionen. Das sind vollkommen andere Instrumente, sondern wir reden über börsengehandelte Optionen, die Sie mittlerweile aber auch als Privatanleger völlig einfach kaufen und verkaufen können. Also das ist mittlerweile problemlos bei vielen Brokern machbar. Das ist gar nicht kompliziert. So, Put-Optionen bieten dem Käufer das Recht, seine Aktien zu einem festgelegten Preis an einen Verkäufer der Option verkaufen zu dürfen. So, und dieser Verkäufer der Option muss die Aktien kaufen. Soll also heißen, wenn jemand Aktien hat, und die meisten Leute haben ja Angst vor fallenden Kursen, dann können die sich so eine Option kaufen, quasi eine Versicherung. Und wenn dann die Aktie fällt, dann können die sagen, okay, dann musst du mir jetzt die Aktie abnehmen zu einem bestimmten Preis. Und je weiter weg dieser Preis ist, umso weniger kostet die Versicherung. Je näher der am aktuellen Preis heran ist, umso teurer ist die Versicherung. Das heißt, machen wir ein einfaches Beispiel. Eine Aktie würde 100 Dollar kosten oder 100 Euro. Das gibt es ja auch für deutsche Aktien genauso. Wenn Sie sagen, die Aktie kostet 100 Euro und Sie sagen, aber wenn die unter 90 fällt, dann will ich sie eigentlich verkauft haben. Dann können Sie sich so eine Put-Option kaufen, die Ihnen das Recht gibt, die Aktie bei 90 zu verkaufen. Der Vorteil ist gegenüber einem Stop-Kurs, bei einem Stop-Kurs müssen Sie definitiv, wenn Sie den Stop bei 90 haben, es geht unten drunter, dann sind Sie definitiv die Aktien los. Bei einer Put-Option können Sie sagen, okay, ich gucke mir das mal noch die nächsten paar Wochen an. Wenn sie wieder oben drüber geht, behalte ich sie ganz einfach, weil Sie haben das Recht zu verkaufen, wenn Sie das wollen, je nach Laufzeit dieser Option. Und Sie können eben sagen, bei 90 oder Sie können sagen, bei 85 oder bei 70, wo auch immer, das können Sie sich heraussuchen. Je weiter weg das Risiko für Sie liegt, umso billiger wird diese Option. So, und jetzt ist ja die Frage, wann wollen denn alle die Aktien verkaufen? Und die Masse will ja ihre Aktien immer dann verkaufen, wenn sie billig werden. Und das ist doch genau der Punkt, wann wir sie kaufen wollen. Nämlich wenn die Aktie eben vielleicht 20-30% gefallen ist. Und wie können wir das jetzt aber machen? Wann wissen wir denn, wann es fällt und so? Und wir wissen es natürlich genauso wenig wie alle anderen. Und sollen wir jetzt wirklich unser ganzes Geld nehmen und auf den nächsten Crash warten? Was ist denn, wenn der in den nächsten 3 Jahre überhaupt nicht kommt? Verdienen wir dann kein Geld? Kaufen wir jetzt die Aktien und morgen kommt der Crash? Auch keine gute Lösung. Deswegen müssen wir uns was einfallen lassen. Und das geht nämlich, wir können als Verkäufer von Optionen, Sie können als Privatanleger Optionen verkaufen. Sie können das, was in Deutschland viele Emittenten machen, nämlich die von Optionsscheinen, von Zertifikaten, das können Sie auch als Privatanleger machen. Sie können eine Option verkaufen und somit quasi in die Rolle des Versicherungsnehmers treten. Wir wollen das jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen, wie das geht. Da gibt es Bücher drüber und so weiter. Sie können bei uns auf der Website schauen. Gibt es viele Sachen, die Sie kostenfrei sich anschauen können. Und wir erklären Ihnen das auch gern. Aber das ist ein ganz einfacher Vorgang. Das dauert eine Sekunde, einen Knopfdruck und dann haben Sie diese Option verkauft. Und Sie können dann darauf warten, diese Aktien billig zu bekommen. Denn als Verkäufer der Option können Sie in die Pflicht genommen werden, die Aktien zu kaufen. Und zwar dann, wenn sie billig sind. Und genau das wollen wir ja. Das heißt also, wir können, wenn die Aktien fallen, können wir sie billig kaufen. Und was ist, wenn sie nicht fallen? Dann bekommen wir das Geld, was der andere bezahlt hat für seine Option. Das heißt, wir können uns fürs Warten lassen bezahlen lassen. Und man denkt ja immer, dass Aktien so wahnsinnig schnell in einem Crash fallen, dass es immer so dramatisch nach unten geht. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich habe mal hier, wir bleiben bei unserer Procter & Gamble, uns mal den Januar-Crash angeschaut. Und wenn Sie zum Beispiel sagen würden, das sind jetzt hier Monatsbars. Ne, Entschuldigung, nicht dieser Januar-Crash, sondern das ist der Crash im Jahr 2015. Also was heißt der Crash, wo die Aktie runtergegangen ist? Die ist von 90 auf immerhin um die 60 gegangen und im August war dann der Hochpunkt. Wenn Sie eben jetzt sagen, okay, wie viel fällt denn so eine Aktie überhaupt? Da sehen Sie hier, die ist im Schnitt im Monat nicht mal 5% gefallen. Es gab einen Monat, das war dann der August, wo sie vom Schlusskurs des letzten Monats bis zum Schlusskurs des Augusts um knapp 8% gefallen ist, im Tief waren es 15%. Das wäre der Punkt gewesen, wenn Sie sagen, ich verkaufe 5, 6, 7, 8, 10% unter dem aktuellen Preis immer diese Versicherung, dann hätten Sie im Januar Ihre Prämie kassiert, im Februar, im März, April, Mai, Juni, Juli und im August hätten Sie die Aktie ungefähr 30% unter dem Hoch vom Januar bekommen. Und der ganzen Zeit davor hätten Sie Prämien kassiert, Sie wären fürs Warten bezahlt worden.
Aber wie viel ist das jetzt? Wie viel kriegt man denn da so Prämien? Hier übrigens nochmal am Beispiel von 2008. Auch da sehen wir, in den meisten Monaten hätte man es gar nicht bekommen. Und selbst wenn sie jetzt schon Anfang des Jahres bekommen werden, die wäre dann noch ein bisschen weiter gefallen, wäre es auch kein Problem gewesen, weil sie hätten sofort Dividenden bekommen. So, die Regel, ganz einfach gemacht, wir verkaufen Put-Optionen unterhalb des aktuellen Preises. Ja, also wir wollen die jetzt nicht zum jetzigen Preis kaufen, sondern wir wollen sie ja billiger kaufen. Und wir verkaufen die an einem Punkt, wo wir mathematisch ausrechnen können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dahin fällt, nur zwischen 25% und 30% liegt. Das heißt, wir kaufen sie wirklich nur dann, wenn es eine Extremsituation gibt. Wir kaufen die nicht, weil die morgen ein halbes Prozent oder ein Prozent oder 2% fällt, sondern wir kaufen sie, wenn die wirklich mal 10%, 15%, 20% fällt. Dann kaufen wir diese Optionen. So, und woher wissen wir das mit dieser 20-25%igen Wahrscheinlichkeit? Das hat etwas mit im Optionsmarkt mit Berechnungsmethoden zu tun. Gibt es das sogenannte Delta. Diejenigen unter Ihnen, die Optionen handeln, die kennen das bereits. Und das ist keine Preisprognose, ist aber eine ziemlich exakte Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Warum? Optionen sind Versicherungen. Und ein Versicherer berechnet auch die Prämien sehr, sehr genau anhand von Statistiken. Das heißt, der macht ja jetzt nicht irgendwie, der sagt, ja, deine Autoversicherung kostet 1.000 Euro im Jahr, weil, denke ich mir mal so, sondern der rechnet sich das ja aus. Das heißt, der weiß ganz genau, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus brennt, dass 10 Häuser brennen, 100 Häuser brennen, in welcher Region, wann ein Auto einen Unfall hat und so weiter. Das kann man statistisch alles berechnen und entsprechend die Prämien berechnen. Und im Optionsmarkt ist das genauso. Das müssen Sie nicht selbst machen, da gibt es Tabellen, da können Sie ganz einfach nachschauen. Das ist also wirklich simpel zu machen. Das erklären wir Ihnen gern, wie das funktioniert. So. Und jetzt bleiben wir mal nochmal bei der Procter & Gamble. Wir gehen dann aber gleich mal noch zu einer anderen, etwas neueren Aktie über. Und zwar aktuell kostet die knapp 83 Dollar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen 80er Put verkaufen, das heißt knapp 3 Dollar unten drunter, das sind so 4,5% unter dem aktuellen Preis, dann bekommen wir 66 Cent pro Aktie ausgezahlt. 0,66 Dollar. Das klingt jetzt noch nicht wahnsinnig viel, 66 Cent, ja. Das sind aber 0,6% in 37 Tagen. Aufs Jahr hochgerechnet sind das über 6% fürs Warten. Das heißt, Sie haben Geld, Sie sagen, ich will eigentlich diese Aktien kaufen, wenn sie billig sind, aber solange ich sie nicht bekomme, lasse ich mir diese Warterei wenigstens bezahlen und kassiere 6% im Jahr. Also so schlimm finde ich das jetzt auch wieder nicht. Es gibt Schlimmeres an den Finanzmärkten. Sie könnten es auch traden und das Geld verlieren. Und die meisten Trader, 95% der Trader, wären froh, wenn sie 6% im Jahr bekommen würden. Und dass die Aktie auf 80 oder darunter fällt, liegt aktuell bei 24%. Das heißt also, in 76% der Zeit werden Sie die Aktie nicht bekommen, weil sie eben nicht fällt. Und selbst wenn sie fällt, dann ist es doch gut, weil Sie wollen sie doch haben billiger. Und jetzt ist es natürlich so, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie machen irgendwelche Geschäfte. Egal was es ist, ob es Börse ist oder irgendwas anderes. Und in 76% dieser Fälle gewinnen Sie. Ist das ein gutes Geschäft oder ist das ein schlechtes Geschäft? Aus meiner Sicht heraus ein sehr gutes Geschäft. Wenn man in 76% richtig liegt und nur in 24% falsch, wobei falsch liegt man ja auch nicht, weil das falsch bedeutet ja nur, wir werden nicht mehr fürs Warten bezahlt, sondern wir bekommen jetzt die Aktien. So. Welche Aktie nutzt man jetzt aber für sowas? Macht sowas Sinn bei einer RWE? Wahrscheinlich tendenziell eher nicht. Also wir müssen schon schauen, haben denn diese Firmen eine Geschäftsgrundlage? Es gibt ja diesen Begriff der sogenannten Burggrabenunternehmen, also Geschäfte, die einfach langfristig weiterlaufen werden. Und das wird natürlich auch nicht immer gleich sein. Bis ins Jahr 2006, 2007 waren die Energieversorger in Deutschland ja im Grunde genommen fette Kühe, die man melken konnte. Und irgendwann ändert sich das Ganze. Sie sehen aber auch, dieser 90%ige Einbruch, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und mit jeder Aktie, die Sie sich heraussuchen, müssen Sie sich einfach fragen, und das ist nicht kompliziert, hat diese Firma, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Firma in 5 Jahren, in 10 Jahren noch gibt? Machen wir mal ein paar ganz einfache Beispiele. Wenn wir uns eine Apple anschauen, mit der machen wir jetzt gleich noch ein Beispiel, wie wahrscheinlich ist es denn,
dass es diese Firma in 5 Jahren noch gibt? Aus meiner Sicht, wir können hier mal fragen. Wir machen mal eine kleine Abstimmung. Wer glaubt, dass es Apple in 5 Jahren noch gibt? Also 4:0, 5:0. Alle glauben es. So. Wissen wir, ob die dann immer noch Nummer 1 sind? Nein, das wissen wir nicht. Wissen wir, ob es dann vielleicht einen besseren gibt? Nein, das wissen wir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Apple gibt, noch in 5 Jahren, und dass die wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld verdienen, ist ja gar nicht mal so schlecht. Weil wer von Ihnen ein Produkt von Apple hat, ich habe zum Beispiel auch ein iPhone und ein iPad. Also ich tue mich wahnsinnig schwer, woanders hinzugehen, weil man hat das ja alles drin, ne? Seine ganzen Bilder hat man drin und seine Dateien und Zeugs und so. Und das wegzugehen, dann woanders hin zu einem anderen, das ist ja gar nicht mehr so einfach heutzutage. So, und deswegen wird es diese Firma so geben. Und vielleicht kaufe ich mir nicht zwingend jetzt das nächste iPhone, was rauskommt. Vielleicht auch nicht das übernächste, was rauskommt. Aber vielleicht kaufe ich mir in 3 Jahren ein neues und dann geht es wieder von vorn los. Ne? Und wenn mein iPad kaputt ist, vielleicht kaufe ich mir ein neues, weil ich habe mich einfach daran gewöhnt. Da schwenke ich dann nicht um und kaufe ein anderes. Und so geht es ja mit vielen Firmen. Oder schauen Sie sich hier an eine McDonald's. McDonald's, ja in Deutschland vollkommen falsch verstandenes Unternehmen. Wenn ich dann immer so diese Artikel lese, es gibt es diese neuen Burgerketten, die machen McDonald's das Leben schwer. McDonald's ist kein Burgerunternehmen, kein Restaurant. Das ist ein Immobilienunternehmen. Denn die verdienen das meiste Geld, indem sie an den besten Standorten der Welt Immobilien besitzen und die vermieten. Und wenn sie eben an einer Autobahn ein Restaurant haben und plötzlich will niemand mehr von ihnen diese Hamburgerbrötchen kaufen, glauben Sie, dass es wahnsinnig schwer ist, da jemanden zu finden, der in diesen Laden reingeht und der Ihnen weiterhin eine Miete zahlt? Ich glaube, das ist nicht sonderlich schwer. Oder wenn Sie eine Coca-Cola nehmen, wird es auch in 20 Jahren noch Coca-Cola geben? Wahrscheinlich. Ich trinke auch keine Cola. So. Aber ich trinke Mineralwasser. Und Mineralwasser wird von denen genauso hergestellt. Oder wenn Sie eben diese Procter & Gamble nehmen oder eine Microsoft oder eine Google oder sonst irgendwas, die wird es eben alle in 10, 15, 20 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit noch geben. Wir wissen es nicht. Aber wir setzen ja auch unser ganzes Geld, ne? Sie wissen, Diversifikation, nicht auf ein Unternehmen, sondern auf ein paar mehr vielleicht. So, schauen wir uns mal an mit Apple. Apple finde ich so ein tolles Beispiel aktuell, weil da alle sagen, naja, diese Apple-Story ist ja vorbei. Da sage ich ja und nein. Auf der einen Seite wird Apple aus meiner Sicht heraus nicht mehr so wachsen können, wie es das die letzten Jahre gemacht hat. Das ist klar, weil es gibt nun mal so wahnsinnig viele Leute, die mittlerweile ein iPhone haben oder die Produkte und die können auch nicht permanent jedes Jahr was Neues aus dem Hut zaubern. Ne? Vielleicht gibt es von denen noch ein Auto oder sonst irgendwas, aber so die ganz großen Knaller, das ist natürlich erstmal vorbei. Aber wir müssen uns Folgendes überlegen. Apple wandelt sich gerade als Unternehmen und das ist ein super interessantes Unternehmen, gerade für uns, die wir jetzt hier vielleicht auf Dividenden schauen, denn Apple hat still und leise 2012 auch auf Drängen von Aktionären damit begonnen, Dividenden zu zahlen. Und das waren am Anfang nur 38 Cent pro Aktie, nicht viel. Mittlerweile sind es schon 2,08 $. Sie sehen schon mal, diese Steigerung in diesen 4 Jahren ist gigantisch. Warum habe ich hingeschrieben, mindestens 2,08 $? Weil die erste Dividende in diesem Jahr schon so hoch war, dass man sich ausrechnen kann, dass es mindestens 2,08 $ werden sein. Jetzt hat man im Jahr 2015 gerade mal 21% der Gewinne ausgeschüttet. Das waren 11 Milliarden Dollar. Apple sitzt auf 150 Milliarden Dollar Cash. So. Die haben so viel Geld, das ist unvorstellbar. Und es ist ja nicht so, dass die plötzlich kein Geld mehr verdienen. Sondern die verdienen ja nach wie vor Geld. Die hatten, als die letzten Quartalsergebnisse kamen, war das beste Ergebnis der Geschichte. Bloß man hat eben gesagt, naja, es wird wahrscheinlich nicht mehr so in diesem Rekordtempo weitergehen. So nach dem Motto, naja, wir verdienen eben jetzt nicht mehr jedes Jahr 2 Milliarden Dollar mehr, sondern bloß noch 300 Millionen mehr. Glaube ich, kann man damit leben. Ne? So, das heißt also, dieses Unternehmen ist prädestiniert dazu, langfristig jetzt ein sogenannter Value-Wert zu werden. Ein Wert, der einen inneren Wert hat. Wenn wir uns das mal anschauen hier, die Aktie ist ein bisschen gefallen und ich glaube, das ist momentan zum Beispiel eine sehr, sehr gute Aktie, um genauso eine Strategie, wie wir es heute besprochen haben, umzusetzen, weil da können Sie sich sicher sein, die wird es in 5 oder 10 Jahren noch geben, die haben viel Geld, die werden ihre Dividenden erhöhen, weil was will denn so ein Unternehmen machen? Die sitzen auf so viel Geld, wenn man so groß ist, man erfindet auch sich nicht mehr neu,
Man kann aber jeden kleinen Konkurrent, der irgendwie reinpasst, kann man kaufen. Und wenn man seine Aktionäre bei Laune halten will, gibt es nur eine Möglichkeit. Man erhöht einfach die Dividenden. Man macht Aktienrückkäufe, man erhöht Dividenden, was auch immer. Ich finde es ein tolles Unternehmen, was man aktuell durchaus sich mal anschauen könnte. Und es gibt einen, oder wir schauen uns erst noch ein Beispiel an. Und zwar aktuell, Apple, als ich das diese Woche gemacht habe, diesen Vortrag, lag die bei ungefähr 101 Dollar. So. Ich glaube, gestern ist es dann schon wieder ein bisschen mehr geworden, aber spielt jetzt keine Rolle. Wenn wir jetzt einen 97,5er Put verkaufen, das ist gar nicht so weit weg, ne? Das sind bloß 2,5%, aber wenn Sie sich nochmal den Chart anschauen, die Aktie war im Hoch ja auch schon bei 130. Das heißt, die ist ja auch schon vom Hoch fast 30% oder 25% gefallen. So, wenn wir jetzt hier einen Put verkaufen auf diese Aktie bei 97,5, bekommen wir 1,48 Dollar pro Aktie, das heißt, ein Put umfasst immer 100 Stück. 148 Dollar. Das sind 0,75% in 37 Tagen. Das sind 7,5% pro Jahr, wenn Sie es hochrechnen. Fürs Warten, dass ich sage, hey, wenn die auf 97,5 fällt, dann würde ich sie gern kaufen wollen. So. Und dann mache ich das, dann kriege ich 7,5% dafür. Da muss ich heute schon sehr, sehr lange suchen, damit ich was finde, wo ich 7,5% kriege. Und das ist dann keine dubiosen Pellets, die irgendwo verfeuert werden, ne, oder Windkraftanlagen oder solcher Quatsch, sondern das ist ein reales Unternehmen, was viel, viel Geld verdient. So. Und es gibt eine Firma, der könnte jetzt Apple ein wenig nacheifern, in ihrer Entwicklung her. Und zwar, das hier ist Microsoft. Und Microsoft, Bill Gates, war ja jetzt, glaube ich, wieder der reichste Mann der Welt. Die haben ihren Hochpunkt gehabt im Jahr 2000. Im März 2000 war Microsoft das teuerste Unternehmen der Welt. Apple war vor kurzem das teuerste Unternehmen der Welt. Und danach ist die Aktie natürlich erstmal von 45 so auf 15 ungefähr gefallen in dieser Dotcom-Blase. Und danach ist die jahrelang seitwärts gelaufen. Die ist jahrelang seitwärts gelaufen. Erst 2014 ist es der gelungen, wieder nach oben auszubrechen. So. Und da könnte man jetzt sagen, boah, wenn man die jetzt hier aber gekauft hat, da hat man ja jahrelang nichts verdient. Das stimmt überhaupt nicht. Man hat eine Menge Geld mit der verdient, wenn man mal ein bisschen nachschaut. Denn Microsoft hat dann 2003, genau wie Apple jetzt vor 3 Jahren, angefangen, Dividenden zu zahlen. Aus einer ehemaligen Wachstumsaktie ist ein Value-Wert geworden, also ein Wert mit einem, oder eine Aktie mit einem inneren Wert. Damals hat Microsoft gerade mal 24 Cent bezahlt pro Aktie. Und die der Wert war 16 Dollar und die Dividendenrente lag bei bescheidenen 1,5%. Ganz, ganz wenig. So. Mittlerweile im letzten Jahr hat die Firma 1,29 Dollar bezahlt. Und wer damals Microsoft gekauft hat, bekommt mittlerweile 8% pro Jahr Dividende ausgeschüttet fürs Nichtsmachen. Nur, dass er Microsoft hält. Ne? So, auf meinem Rechner hier ist Microsoft, auf vielen anderen auch. Und ganz so schnell werden die nun auch nicht verschwinden. Ne? Das ist auch ein Unternehmen mit 40.000 Angestellten. Und da sind viele gekommen, Linux und Google und Zeugs und so. Und die haben viel Mist gemacht. Die verdienen aber trotzdem noch prächtig Geld, Milliarden von Dollar jedes Jahr. Und das schütten sie halt aus. Und wer eben damals die Aktien gekauft hat für 1.600 Dollar, der hat mittlerweile einen Wert von 5.400 Dollar. Und er hat 800 Dollar Dividenden bekommen. Das heißt, fast 50% von dem, was er damals bezahlt hat, hat er schon wieder über Dividenden rein. Und die sind auch noch ein bisschen mehr wert geworden, nämlich 230% ungefähr. So. Und wenn Sie jetzt halt bei Microsoft einsteigen, Sie sehen, die ist auch von den Preisen her relativ gut gelaufen, sind es eben nur 2,7%. Aber wenn die zum Beispiel mal zurückkommen würde, wäre das auch eine tolle Aktie, um das machen zu können. So. Und das ist eben etwas, was Sie immer wieder machen können. Sie brauchen bloß einen anderen Blick. Das heißt, Sie müssen überhaupt keine Angst haben vor einem Preisrückgang, sondern Sie müssen sagen, hey, ein Preisrückgang, das eröffnet mir fantastische Chancen. Aber ich muss natürlich einfach mal schauen, was mache ich denn in dieser Zeit, bis dieser Crash kommt. Das heißt, ich muss mich eben ein bisschen dafür bezahlen lassen. Und jetzt will ich noch mit Ihnen darüber kurz sprechen, warum ist es denn so wichtig, dass man Cashflow hat? Cashflow, dass also Geld mir aus meinen Geldanlagen zufließt. Viele Leute, gerade wir Trader, ne, ich bin ja auch als
als Trader aktiv. Das heißt, man kauft was und hofft, dass es mehr wert wird. Man verkauft etwas und hofft, dass es billiger wird. Und wir sind kurzfristig unterwegs, manche von ein paar Sekunden bis ein paar Tage. Ja, aber wir wollen immer, dass es irgendwie mehr wird. So, das Ding ist aber, wenn es, okay, kriegt ihr den Hinweis, wie lange wir noch haben. Wenn wir aber immer nur darauf schauen, dass etwas mehr wert wird, werden wir nur in den aller seltensten Fällen es wirklich schaffen, richtig großes Geld zu verdienen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe Ihnen hier mal einen Chart mitgebracht, und zwar ist das die teuerste Aktie der Welt. Und zwar ist das Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist eine Aktie von Warren Buffett, die kennt jeder. Und die hat sehr, sehr viele Menschen reich gemacht. Also wer die Aktie damals irgendwie in den 80er Jahren oder End 70er Jahren gekauft hat, da hat die um die 43 Dollar gekostet, umgerechnet. Und ja, ich glaube schon 43 oder ja. Und nein, Entschuldigung, 430, da gab es von der Umrechnung her noch ein bisschen. Und die Aktie ist jetzt, ich muss selber die Zahl ablesen, weil die so gigantisch ist. Die ist seither um 48.000% angestiegen. Und das klingt ja gigantisch. Ne? Ich habe eine Aktie gekauft und die ist auf 48.000% gestiegen. Wer damals 100 Stück gekauft hätte, so, die Zahl hier oben, die ist übrigens falsch. Das, ich weiß nicht, warum, was ich da falsch gerechnet habe. Die 43.000, die müssen Sie halbieren. Nein, das stimmt, Entschuldigung, die ist richtig. Also wenn Sie damals 43.000 Euro investiert hätten, was eine Menge Geld damals war, das wissen wir auch, aber der hätte heute 20 Millionen. Das ist übrigens eine Wertentwicklung von ungefähr 18%, 19% pro Jahr. Man denkt immer, Warren Buffett hat im Jahr 500% gemacht, Blödsinn, 18% pro Jahr, Zinseszinseffekt, und dann ist so viel draus geworden. Ich behaupte aber mal, dass es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die tatsächlich mit dieser Aktie so viel Geld verdient haben. Und zwar im Nachgang, aus jetziger Sicht, sagt man, ist doch super, da unten gekauft, und dann ging die hoch und hat immer wieder neue Hochs gemacht und alles ist toll. Das Problem ist aber, schauen wir uns mal an, was mit dieser Aktie zwischenzeitlich passierte. Und zwar, wenn Sie die gekauft haben, dann hatten Sie 1997 schon mal, wenn Sie 100 Stück gekauft haben, hatten Sie schon mal 4 Millionen Dollar. Ihr Vermögen ist schon mal auf 4 Millionen Dollar angestiegen. So. Und dann haben sie 50% davon wieder verloren. Die zahlt keine Dividenden. Sie hatten nichts. Sie haben einfach nur zugeschaut, wie aus ihren 4 Millionen 3,5 wurden, dann 3, dann 2,5 und dann 2. Und da sagen sie dann, naja, ich vertraue aber drauf, dass es irgendwann wieder 4 sind und dann 8 und dann 20. Nein, die Masse verkauft. Deswegen hat auch kaum ein Privatanleger mit Apple viel Geld verdient oder mit Microsoft, sondern die einzigen, die mit diesen Aktien immer viel Geld verdienen, sind die Firmeninhaber, die also die Aktien gar nicht verkaufen, oder aber die Aktionäre, die zum Beispiel die ganzen Angestellten, die irgendwie Optionen bekommen haben, das heißt die Mitarbeiteraktien hatten, die gar nicht verkaufen durften und die einfach dabei geblieben sind. So, aber als Privatanleger eine Aktie zu kaufen und die dann 20, 30, 40 Jahre zu halten, das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe einen Freund, der ist in Wolfsburg in einer Bank. Und als damals die VW-Aktie auf 1.000 gegangen ist, haben die alle ihre Kunden angerufen und haben gesagt, Mensch, ihr müsst mal endlich eure Aktien verkaufen, 1.000 ist doch Wahnsinn. Von denen hat kein einziger seine Aktie verkauft. Und dann ist die ja wieder runtergegangen und die haben trotzdem ja im Jahr 8 oder 10% mit dieser Aktie gemacht, wenn die seit 20 oder 30 Jahren halten. Was glauben Sie, wie die ganzen Leute sich alle vorkommen? Die kommen sich alle vor wie die Volldeppen. Weil die alle sagen, du hattest schon mal so viel Geld und jetzt hast du plötzlich so wenig. Weil wir Menschen einfach Verluste viel, viel höher gewichten als Gewinne. Ich habe selbst eine Aktie gehabt, Softbank, japanisches Internetunternehmen. Mit dieser Aktie habe ich 1.000% gehabt. Und damals gab es noch diese Zeit, wo man 12 Monate eine Aktie halten musste und dann war sie steuerfrei. Und das weiß ich noch, das war der April 2000, da war meine Steuerfreiheit rum. Und ich habe gewartet und gewartet, dass endlich diese 12 Monate rum sind. Und am Ende habe ich diese Aktie mit knapp 300% Gewinn verkauft. Aber ich habe mich dann nicht gefreut, dass ich 300% in einem Jahr gemacht habe, sondern ich habe gedacht, du bist der allergrößte Idiot. Wie konntest du denn so viel Gewinn wieder abgeben? Und hätte ich es gekonnt, heute hätte ich die schon viel eher verkauft, weil es ja keine Steuerfreiheit mehr gibt. Und das ist einfach der Grund, warum wir quasi mit dieser Trader-Mentalität es nie schaffen, großes Geld zu verdienen. Übrigens hier bei Berkshire Hathaway das Ganze dann nochmal passiert. Ne? Sie sind 2008
bei 8 Millionen und geben wieder 4 Millionen ab. Also wenn sie das dann durchgehalten haben, das verkaufen sie es nie mehr. Aber das ist so wahnsinnig schwierig. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Aktie und wenn ich in mein persönliches Aktienportfolio schaue, was so eine Mischung ist aus Aktien, von denen ich erwarte, dass sie im Preis steigen, wie vielleicht eine Facebook oder eine Amazon. Aber wenn es da jetzt fällt, denke ich schon, oh, da hast du ja eigentlich nichts davon. Aber wenn ich mir eine McDonald's anschaue, wo ich eben Dividenden bekomme und so weiter, dann stört mich das überhaupt nicht. So, jetzt kriege ich so ein bisschen Zeitdruck, gerade angezeigt, deswegen machen wir hin. Und deswegen, Crash als Chance. Wir warten nicht auf den Crash. Wir sagen, oh, es muss mal irgendwann kommen. Wir machen auch kein stupides Buy and Hold. Also einfach mal eine Aktie kaufen und dann wird es schon was werden. So einfach, wie es die meisten propagieren. Sondern aktives Warten. Wir lassen uns für unser Warten bezahlen. Kursanstiege sind schön, aber die sind eben kein Muss. Ich kann auch Geld verdienen aus dem Cashflow heraus. Nur Cashflow ist das, was reich macht. Wenn Geld reinkommt, ich kann es nehmen und wieder reinvestieren. Das ist bei Immobilien so, das ist bei Aktien so, das ist immer so. Wir müssen Instrumente nutzen, die Masse nicht nutzt. In dem Beispiel Optionen eben, weil die Masse kennt es nicht, die nutzt es nicht und hat dann die entsprechenden Ergebnisse. Okay? Wenn wir anders als die Masse sein wollen, wenn wir nicht deren Ergebnisse haben wollen, müssen wir uns anders verhalten. Und ganz wichtig, Sie müssen eben sofort anfangen. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht sagen, ah, mal gucken, wenn ich ein bisschen mehr habe oder wenn vielleicht der Crash kommt. Nein, Sie können jetzt damit anfangen. Lassen Sie sich ab sofort für Ihr Warten bezahlen. Es ist einfacher, als Sie denken. Es ist keine komplizierte Strategie, kein Hokuspokus, kein Holy Grail-Indikator, sondern wirklich nur solides Handwerk, was man lernen kann. Natürlich, man muss es lernen. Das kann man nicht von heute auf morgen. Aber es lohnt sich, weil Sie Ihre Sichtweise auf die Börsen komplett verändern werden. Mir sei noch ein kleiner Hinweis erlaubt, und zwar mit meinem Kollegen Nils Gajowi, der heute früh um 9, schauen Sie sich unbedingt dieses Webinar von ihm an, was er heute früh um 9 gemacht hat in der Aufzeichnung, wenn Sie nicht live dabei waren, werden wir vom 28.05. bis 1.06. in Leipzig, das ist gut zu erreichen, deswegen haben wir Leipzig, ja, ein Seminar machen, Spezialseminar, Zahltagsstrategie, wo es genau um diese Dinge geht, wie man anfängt, wie man die richtigen Aktien findet, die richtigen Optionen findet, wie man das umsetzen kann, wie man es auch mit kleinem Geld umsetzen kann. 5 Tage lang Theorie und Praxis und im Nachgang wird es dann noch ein 10-Wochen-Webinar geben, wo wir das alles nochmal dann auch mit Live-Aktien machen werden, mit Live-Konten machen werden, wo wir zeigen werden, was wir da genau machen. Buchung gibt es ab kommende Woche hier über unsere Webseite Info oder auf Optionsstrategien. Wenn Sie die Unterlagen haben möchten von diesem Vortrag hier, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail, ich weiß nicht, ob ich es hier noch habe, genau, E-Mail an info@optionsstrategien.com, einfach Stichpunkt IBD, IB Days 2016. Sie bekommen die Vortragsunterlagen von uns als PDF geschickt, auch noch ein paar Links dazu, wo Sie selber nachschauen können, wo Sie Ihre eigenen Recherchen machen können. Und wenn Sie mehr über uns wissen wollen, dann auf unserer Webseite optionsstrategien.com oder auf unserem YouTube-Kanal, der heißt Optionshandel. Gehen Sie auf YouTube, kostenfrei. Geben Sie einen Optionshandel, kommen Sie zu unserem Kanal, abonnieren Sie den. Es sind auch etliche Videos zu dem Thema dabei, viele Optionsvideos. Und fangen Sie an, dann quasi Ihr eigenes finanzielles Schicksal in die Hand zu nehmen. Vielleicht mal anders als dieses ganze Trading. Weil Trading ist eine schöne Sache, es funktioniert bloß nicht für die meisten. Das hier kann für jeden funktionieren. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen noch viel Spaß bei den Vorträgen hier bei den IB-Days. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns demnächst. Ihnen alles Gute. Tschüss, Servus. Bye, bye.